kaum kam eine Jurassic Park Bilderfolge, geht's auch gleich weiter mit Jurassic World The Game. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier wirklich was Besonderes ansteht. Honey Glue, was haben wir ja, Mann? Ich brauche ein VIP, den ich noch nicht habe. Okay, das können wir mal einlösen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da im Angebot war. Oder. Ja, gut, Fleisch habe ich genügend. Das brauche ich jetzt nicht. Ich krieg nur Fleisch. Terror, oh, da machen wir mal mit, würde ich sagen. Weil den haben wir noch nicht. Ja, ich meine, jetzt gibt's Romaleosaurus wieder und Tani Klugeräus. Das bringt mir Tani Kolagreus. Ich meine, den habe ich schon. Wir bräuchten mal Tyla Cosmilus, Rhinodon, Brontocerium, irgendwie sowas. Und diese neuen Flugsäure gibt es mit Sicherheit auch irgendwann. Ja, ja. Den A einsammeln. Verbesserung bereit. Gratis, den A. Oh mein Gott, wir kriegen jetzt 150 DNS alle 12 Stunden. Krass. Paket öffnen, ohne Lags. Ja, weil es halt eh nicht wirklich was zu tun gibt und ich jetzt ungern schon wieder irgendwie den Park durchschauen möchte und upgraden und sowas, hätte ich vorgehabt heute das Gyrosphären Spielchen einmal nochmal zu probieren. Alter, ist das so krass, wir haben viel zu viel Saurier. Müsste man alle mal irgendwie platzieren oder halt verkaufen, aber da bin ich echt zu faul, ne? Gyrosphäre hätte ich gerne mal probiert. Was ist das hier? Ja, schön. PvP wie immer. VIP gibt es wie immer ein Ereignis. Könnte man auch mal probieren. Ja, natürlich. Kampfstufe unendlich. Eine Wundertüte. Bessere VIP-Preise. Und hier sonst? Aqua ist dann für Fortgeschrittene. Aber da kriegt man auch Hybriden. Kostet aber auch mehr. Was ist bei der Aquatour VIP? Das ist noch krasser, oder was? Wir werden jetzt mal das VIP machen. Wähle eines dieser drei Tiere aus, um dein Team zusammenzustellen. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Riff. So. Gehen wir für Damage oder Leben, ne? Das ist so die... Wir brauchen Höhle. Ach du Kacke. Ich will mich nicht nur auf Riff spezialisieren, aber Protostega ist schon stark. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier Oberfläche. Oh mein Gott, wir haben einen so starken Lioblaurodon und sonst nur Shit, ne? Nehme ich hier den Höhlenfreak mit oder nicht? Ja, wir brauchen Höhle. Das kann was werden, Leute, das kann was werden. Ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu blöd an. Wenn ich Höhle jetzt hier mitnehme, one-hitte ich den ersten. Das Problem dabei ist aber, Brugnatodon wird mich auch sofort zerstören. Ich will nicht meine Höhle sofort verlieren. Heißt, wir gehen für Riff. Wenn die nicht sterben, habe ich sie noch, gell? So war das, ja. Ja. Wenn er jetzt mit einem angreifen würde, das wäre super sexy. Ach du Scheiße. Es wäre super, wenn ich nur Protostega in diesem Kampf brauche. Weil wäre ich jetzt mit Höhle drin gewesen, hätte ich ihn zwar gewonnen, aber hier Brugnatodon hätte mit zwei Angriffen mich angreifen können. Und mich vielleicht sogar schon getötet. Und die greifen alle bisher nur an. Und wenn es so weitergeht, wird hier Protostega das alleine entscheiden. Das wäre super. Ja. Ich glaube, ich hätte nicht safen sollen, sondern auf Schild gehen, weil wenn sie immer nur angreifen, dann hätte ich jetzt 0 Schaden bekommen oder beziehungsweise 77 anstatt... Ah ne, war in diesem Fall sogar die bessere Wahl, weil jetzt kann ich ihn töten, ohne Schaden erlitten zu haben.
Ist immer so eine 50-50-Chance. Seht ihr, jetzt haben wir nur Protostege für einen Kampf gebraucht. Das war eigentlich echt nicht schlecht. Der Zug war nicht schlecht. Jetzt dürfen wir ein zweiter. Okay, jetzt haben sie drei. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt Rift mitzunehmen wäre, glaube ich, nicht so toll, weil dann könnte uns... Ja, dann könnte uns Höhle sofort zerstören. Oberfläche ist auch nicht so gut. Ich würde sagen, wir gehen für Höhle, oder? Ich bin gerade echt am Überlegen, was taktisch am klügsten wäre. Also Riff am Anfang zu nehmen, wäre jetzt total bescheuert. Da sind wir uns alle einig. Ja, also... Oberfläche brauchen wir unbedingt. Anfangs ist jedoch Riff wichtig. Heißt, wir beginnen mit Höhle und gehen dann auf Oberfläche. Und gehen wieder Nummer sicher, wie immer. Wetless swapped. Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Bitte zwei Verteidigungen, Junge. Nein, nur einen. Scheiße. Ich muss aufpassen. Ich darf mit den ganzen Leuten nicht so viel Schaden bekommen. Weil wenn er jetzt den Zug gut macht, bekomme ich richtig viel Schaden. Ja. Ich kriege richtig viel Schaden. Ich sterbe vielleicht sogar. Nee, ich sterbe nicht, aber... Habe ordentlich kassiert, unnötigerweise. Alter, das ist gerade echt interessant. Aber ich kassiere zu viel Schaden momentan. Ich bin tot mit dem sogar schon. Scheiße. Krass. Ich weiß gar nicht, was ich besser machen soll. Ist das Switch nicht schlau? Ist das dumm oder was? Im dritten Kampf haben schon zwei gedamaged. Ach du Scheiße. Und einer ist tot. Also es ist irgendwie nicht so toll bisher. Hab so das Gefühl, das wird nichts. Ja, das ist jetzt natürlich... Das probieren wir jetzt mal. Wir müssen ihn ausschalten. Dann kann unser Xifak Funknuss übelst rasieren. Lol. Er greift einfach an. Ich meine, er hat ja nichts zu verlieren. Ja, wir sind jetzt mit unserem Protostega tot. Ach du Scheiße, Alter. Jo. Schon zwei tot. Der letzte hat auch nicht angegriffen. Ich hoffe, er macht's auch nicht. Deswegen save ich jetzt nochmal. Wenn er jetzt einfach YOLO angreift, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann hätte ich mir ziemlich viel Schaden sparen können. Hätte ich ja Verteidigung. Ja, passt. Er greift auch nicht an. Super, passt. Habe ich mir schon mal, keinen Schaden erlitten. Ich habe nur noch die drei, ne?
Och, du Scheiße, jetzt sind es hier Höhlen. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Ich kann ihn aber nicht one-hitten. Und wenn er jetzt wechselt und mir sofort Schaden reindrückt, ist er ein Assi. Assi. Ach man, bitte nicht, Junge, bitte nicht. Als ob, Alter, das ist doch. Was soll ich machen gegen sowas? Jetzt habe ich mal alle meine Viecher schon verloren. Naja, ihn kann ich jetzt töten, ne? Problem dabei, der nächste kann mich töten. Und dann ist er effektiv gegen meinen Lyopleurodon. Ich muss wieder swappen. Komm, greif mit zwei an. Okay. Passt. Passt. Jetzt bin ich effektiv. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht angreifen. Ich möchte keinen Schaden kassieren. Bitte nicht angreifen. So ein Aslak, Alter. Schau das mal an. Was soll ich machen? Ich kann mich auf nichts festlegen, Alter. Ich hätte auf Verteidigung gehen sollen. Bullshit, ohne Witz. Wahrscheinlich. Ich muss die ersten zerstören, bevor Sifantinus in den Kampf kommt. Problem bei der Sache, ich werde es mit zwei Kreaturen nicht schaffen. Ich brauche am Anfang einen, der für mich tankt und mir Punkte holt. Ihn kann ich one-hitten, das ist schon mal was. Der nächste kann mich aber wiederum töten, weil er nur zwei Angriffe braucht, um mich zu killen. Hätte ich die ganze Zeit gesaved, wäre es irgendwann so oder so auf diese Situation rausgelaufen. Schaut es euch an, was soll ich machen? Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach nur Pech mit meinen Kreaturen. Ich weiß nicht, was mache ich falsch, Leute? Bitte sagt es mir. Und wenn er mich jetzt tötet, ey. Ach komm, geh doch weg, ey. Das ist doch... Mann, ich hab doch nur Pech, oder? Was soll der Quatsch? Was hätte ich besser machen können? Ich habe mit Sicherheit irgendwo einen Fehler gemacht, wo ich minimal etwas... Ja, keine Ahnung, hätte besser machen können. Och Gott, ey. Ich will das einmal in meinem Leben gewinnen. Scheißdreck, Alter. Ohne Witz. Was ist eigentlich dieses VIP-Zugang? Auch einfach kämpfen. Gut, da dürfen wir alle nutzen. Müssen ja fast unsere Stärksten nutzen, wie ich sehe. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben im Heinosaurus, aber ich möchte den unbedingt mal im Kampf sehen. Ich find's cool, wie die Leute, also die Charaktere, die Figuren halt, hier die Tiere, die Viecher, die über Level 40 sind, so bläulich leuchten, als wären sie halt so, ja, komisch mit ihnen experimentiert, deswegen sind die jetzt so viel stärker und ach, das sieht schon geil aus. Mann, mich ärgert das jetzt gerade, das ist so unnötig. Ah, dieses Drecks-Event, ich weiß nicht, ich kann's einfach nicht. Gyrosphären-Auswahl, ich kann es nicht. Müsste ich fast mal streamen, oder? Sehen wir den Heinosaurus doch nicht. Naja. Vielleicht besser so. Ja, lass erstmal hier die Erde erzittern, wenn du unter Wasser brüllst. So wirklich normale, starke Höhlenviecher gibt es gar nicht. Es ist nur der Dunkelhörsteus. Schon irgendwie ein bisschen sad.
Dann wollten wir ihn erstmal. Zack. Aber nur angreifen, würde ich sagen. Putz. Und jetzt greift er wieder mit zwei an und tötet uns so ein Hin und Her, ey. Das ist so witzig, ey. Ja. Und jetzt haben wir wieder die Punkte und er nicht. Und jetzt können wir ihn wieder töten. So ein Hin und Her. Oh, Mann. Ja, das nennt man, gutes, ja, wie soll man sagen, guten Kampfstil im Spiel, ne? Oh, Mann. Nehmen wir nochmal die Banane Anonymous. Ich glaube, die zwei können das reißen. Yo, Alter, 4000 Leben, das ist schon krass. Das Viech, das geht ja nur... Nein, bitte nicht. Oh Gott. Ich habe gerade echt fast einen Herzstillstand gehabt. Ich hätte angreifen sollen. Juhu. Scheiße. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt tot sind. Ja. Wenn er nur mit einem angreift, ist er ein Assi. Alter, scheiße. Okay, ich habe da null auf den Damage von Prognatodon geachtet, aber... Ich glaube, ich habe mich hier ein wenig verspielt. Okay, das ist gut. Der hat nicht so viel Attack. Blocken wir perfekt. Ein Punkt hat er noch. Bedeutet... Wir werden ihn mit 5 Punkten angreifen. Er hat noch 2. Jetzt bin ich triggert, weil... Es kam... Er sieht, dass er damit... Das ist... Oh Gott, das ist so selten, dass man zum... Dass die KI zum Schlechteren swappt. Aber wenn es vorkommt, ist es irgendwie witzig, weil... Er sieht halt einfach, dass er mit dem mehr Schaden macht und... Ach du Scheiße. Jetzt nicht verkacken hier, bitte. Komm, greif an, bitte. Greif richtig krass an. Das ist gut. Noch 2 Angriffe hat er. Ja, jetzt 2 Punkte mal nicht. Wenn wir Glück haben, hat er sie auf Verteidigung. Scheiße. Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Kerl uns nicht mit 4 Punkten tötet. Ich glaube, er tut's aber. Ziemlich sicher, er tut's aber. Wieso mache ich es auch so spannend heute? Was ist denn los mit mir, ey? Ich bin so boosted. Ah. Mann, ich will den Scheiß einfach durchrushen, ey. Ohne Witz. Komm. Weißt du was? Weißt du was? Wenn du mich schon nervst, ohne Scheiß, kriegst du auch mit dem Orthokantus zu tun, ey. Ohne Witz. Orthokantus. Wenn du schon nerven musst. So, jetzt gibt's aufs Maul. Grüß Gott, du bist aufs Maul, habe ich gehört. Kriegst aufs Maul. Tschüss. Wie die Schildkröte so ranschwimmt. 4000 Schaden. Sonst sieht es irgendwie. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie nicht so realistisch aus, aber es ist gleichzeitig auch witzig. Putz. Bam, 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 bam. Ja, ich bin eine Schildkröte. Ich mache euch jetzt alle fertig. Zack. Oh Gott, jetzt wird die Schildkröte den Kollegen rächen, oder? Ja, bitte.
Dead. So mega krasse Todesanimation, ey. Aber Ortacanthus denkt sich, wir machen mal 12.000 Schaden. 18.000, ja. Aber mal so. Overkill. Das Viech, ey. Ja, die Folge sollte eigentlich nicht so lang werden, aber da ich das jetzt hier noch machen möchte, weil ich das brutale Legendary Pack haben will, wird das ja auch noch gemacht. Enodus hat sehr gut gekämpft, bleibt weiterhin im Team. Edestus hat vorhin auch eine gute Arbeit geleistet, bleibt deshalb auch im Team. Und ja, am besten wäre eigentlich fast noch eine Höhlenkreatur, oder nicht? Aber Ortacanthus hatten wir schon. Komm, der Bananogmius soll zeigen, dass er hier auch noch was drauf hat. Das vorhin, das war ein Ausrutscher. Eigentlich ist er stärker. Ja, wie gesagt, ich bin boosted und ja, also ein Punkt hat er noch. Wir haben jetzt aber ordentlich, ja, Punkte zu vergeben. Ey, das sieht so creepy aus, ey. Autsch. Wie gesagt, Ausrutscher. Jetzt zeigt er was, wie man eine Schildkröte frittiert. So. Tz. Utz. Tot. Alter, diese. Das ist echt so, wie soll ich sagen, dramatisch dargestellt, ne? So richtig langsam zum Meeresgrund, ja. Herabfallen. Oh Gott. Oh Gott. Uah. Ja, schon wieder hat's ihn erwischt, ey. Richtig viel Spadman, tut mir echt leid. Wir machen's zu spannend, ey. Oder beziehungsweise ich mach's zu spannend. Ihr würdet es alle besser machen als ich. Ich bin einfach nur ein Retard heute. Wie immer eigentlich. So, dann hier einsammeln, dankeschön. Letzter Kampf. Ja, der Kantus, der kann mal zeigen, was er drauf hat, würde ich sagen. Hainosaurus einfach mitnehmen, damit der gegen zwei richtig hart verkackt. Und ja, dann könnte man eigentlich noch so sicherheitshalber Romalius mitnehmen. Nee. Saven. Mauisaurus. Kein freundlicher Kollege. Ich erhoffe mir, dass er meinen Kantus. Oh Gott. Er greift mich an. Das hat gezogen. Sicherheitshalber wirst du eingelöst. Zack, zack. Ah, nur einen. Dead. Okay, das ist verkraftbar. Jetzt können wir es ihm nämlich heimzahlen. Du hast mir vorhin sehr viel Schaden gemacht. Also beziehungsweise dein Kollege. So. Weg mit dir. Bam.
Der Kronosaurus, der zerstört uns jetzt hier gerade ein wenig. Ach du Scheiße. Ich hab mal gedacht, eine Zeit lang gedacht, das wird knapp, aber am Ende doch geschafft. Oh, dann gab es doch eine längere Folge. Diesmal gekämpft, wurde gekämpft. Für ein Chalicino mache ich doch gern das, ne? Ich möchte einfach nur dieses Gyrosphären-Ding mal gewinnen, um zu schauen, ob ich wirklich was Gutes bekomme. Also, Leute, oh, gib mir Tipps. Nee, was mache ich falsch? Ich hätte vielleicht gucken können, was wirklich der Minimalschaden ist, den ich benötige, damit ich noch ein bisschen Punkte dann auf Verteidigung, also ein bisschen zu predikten und so. Ich habe doch sonst nicht schlecht gespielt, oder? Ja gut, vielleicht ein paar Switches waren vielleicht unnötig. Ich weiß es nicht. Ja, also schreibt mir mal, wie eure Erfahrung da ist. Ich habe ja gelesen, dass ungefähr jeder das geschafft hat, nicht so schlecht bin. Ja, dann mache ich mal einen Stream, dann will ich sehen, was ihr da mir für Tipps gebt, ne? Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wegen Stream heute auf jeden Fall nicht, falls jetzt Leute verwirrt wurden. Aber vielleicht demnächst mal. Aber in der Woche geht es bei mir wieder rund. Aber sonst... Ja, doch, müsst ihr eigentlich hinhauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann jetzt auch wieder, ja, ein bisschen mehr bringen. Aber das sage ich ja immer. Es kommt, wenn das kommt. So einfach meine Regelung. Ja, lol. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.